Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Lotus-Gemeinde. Ja, es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für ein neues Video auf unserem Kanal. Ich habe mich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gemeldet. Das lag daran, dass mein PC ein bisschen gestreikt hat und ich mich dann da letztendlich dazu entschlossen habe, ihn komplett neu aufzusetzen, neues Betriebssystem, neue Baukomponenten. Die haben halt zusammen teilweise nicht miteinander harmoniert und darum hat das jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber nun bin ich ja wieder da. So, in dem heutigen Video geht es eigentlich eher weniger um den KT, sondern um eine Erweiterung für die Arbeitswagenflotte. Damit meine ich jetzt nicht den Arbeitswagen, der hier direkt vor uns rechts im Bild steht. Das ist auch kein Triebwagen, sondern eher was, was man hinten dran hängen kann. Dieses Zubehör, was man hinten ankuppeln kann, gehört eigentlich in der Regel nicht an ein KT, sondern an ein T4D. Ja, da wir jetzt aber kein T4D zur Verfügung haben, zeige ich das jetzt erstmal mit Hilfe des KTs. Und dann irgendwann später, im späteren Verlauf, wird man dann sicherlich mal ein T4D davor sehen. Ja. Oh, Entschuldigung. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Betriebshof Pappeallee. Ja, die einen oder anderen kennen es. Hier stehen noch ein paar kaputte Fahrzeuge. Die eine Traktion, die rückt nachher noch auf der 1 aus. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf. Und zwar geht es um die Transportlore. Davon gibt es tatsächlich nur eine einzige. Nach Magdeburger Vorbild, die Lore 765. Ja, klassische Transportlore des Unternehmens. Damit werden immer paarweise Drehgestelle transportiert oder ausgebaute Achsen, werden von dem einen Betriebshof zum anderen Betriebshof gebracht, quasi als Kutsche zwischen den Betriebshöfen, wenn sie neu bandagiert werden oder irgendeine Reparatur erhalten, die nur in der Hauptwerkstatt möglich ist. Genau, und dazu baute man sich damals aus einem vorhandenen Fahrgestell eine Transportlore. Ja, das ist nun die Transportlore der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Die darf natürlich hier auf der Karte nicht fehlen. Die einen oder anderen haben es ja schon festgestellt, dass diese Karte so ein Mischmasch aus Braunschweig, Fantasie und Magdeburg ist. Und deswegen fand ich, muss die auf jeden Fall mit bei sein. Ja, die einen werden die Lore sicherlich in- und auswendig kennen, manche eher weniger. Ja, eine schlichte Zweiachser-Transportlore, Eigenbau bis auf das Fahrgestell, ausgestattet mit den typischen Hella-Rückleuchten, eine Rundumleuchte, zwei Kupplungen. Die Frontkupplung verfügt natürlich über ein E-Teil, was dann natürlich mit dem Führungsfahrzeug verbunden ist. Ja, um natürlich sämtliche Befehle nach hinten leiten zu können, wie zum Beispiel Blinker, Bremslicht, Rücklicht, normales Licht etc., Rundumleuchten, Blinker hatte ich glaube ich schon erwähnt. Natürlich kommt dann von vorne auch der Bremsbefehl, beziehungsweise der Befehl Bremsen anlegen oder Bremsen lösen. Wie gesagt, ich kenne es persönlich nur so, dass vorne dran ein T4 hängt und sich die Lore natürlich analog wie ein B4D verhält, also sprich T4D hängt hinten dran, vorne dran, Lore hängt hinten dran, Steuerschalter des T4D ist auf 3, bedeutet der Triebwagen weiß, okay, ich habe einen Beiwagen dran, beziehungsweise da kommen noch Befehle vom Beiwagen und dadurch fährt sich dieses Gespann quasi wie ein Hängerzug und wird auch so angesteuert. Ja, großartig viel gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, außer dass es verdammt schick aussieht bezüglich den Texturen. Da werde ich mich dann die nächsten Tage nochmal dran setzen, damit das noch ein bisschen besser aussieht. Ja. Gut. Achso,
was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Es gibt natürlich aktuell verschiedene Beladungstypen, ja, sprich auf der hintersten wäre jetzt ein Drehgestell vom T4 drauf, danach eins vom KT bzw. T6, danach noch ein Drehgestell, da weiß ich jetzt allerdings nicht die Bezeichnung, und bei der ersten Lore, die man vorne links hin sieht, ja, Betonplatten, gut, das ist jetzt in der Realität zumindest auf dieser Lore noch nicht vorgekommen, aber ja, es wird ja einiges an Beladungsmöglichkeiten gegeben. So. Ja, die FPS bricht gerade allerdings ein bisschen ein. Es liegt aber auch daran, dass hier verdammt viele Fahrzeuge auf dem Hof stehen und die sehr polygonlastig sind. Ja, bitte entschuldigt jetzt gerade die etwas nicht so tolle FPS, aber ja, ich denke für die Demonstration reicht. So, und hier sehen wir jetzt quasi nochmal die Loren im unbeladenen Zustand. Ja, so wie sie eigentlich häufig rumfährt. Zu der Lore gibt es natürlich auch noch passende Bordwände, die einmal ringsrum reichen. Die sind jetzt allerdings noch nicht gebaut worden. Von daher kann ich jetzt nicht zeigen, wie das aussehen würde. Man kann sich einfach vorstellen, dass ringsrum, genau wie vorne, einfach auch noch Bretter aufgesteckt werden, miteinander verbunden werden. Und dann ist das quasi eine geschlossene Wand. Ja, um zum Beispiel jetzt Achsen zu transportieren, dass die jetzt seitlich, wenn mal ein Spanngurt reißen sollte oder irgendeine Halterung, dass sie denn da nicht auf die Fahrbahn hinunterfallen oder sonst was für Schäden anrichten. Ja, ansonsten hat man ja eben schon gesehen, Licht funktioniert natürlich, Rückfahrlicht funktioniert. Jetzt muss ich einmal kurz die Störung wieder wegdrücken. Bremslicht funktioniert natürlich auch, wie die Blinker. Ja, hinten ganz normal, normaler Blinker an den Seiten, gibt es jeweils zwei LED-Seitenblinker. Und ja, ich kann mich glaube ich daran erinnern, dass mal gesagt wurde, dass die Rundumleuchte funktioniert. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es noch funktioniert und wenn ja, welche Taste das war. Also das weiß ich jetzt aktuell nicht, aber sie wird auf jeden Fall funktionieren. Irgendwann, wenn das auch die Lotus Engine zulässt, beziehungsweise man das ordentlich skripten kann. Aber vorerst noch nicht. Ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ich glaube, im letzten Video oder vorletzten Video war es noch ein Wunsch, nochmal die Schienenbremsen, glaube ich, zu zeigen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen machen wir es einfach mal. Sand. Gut, das sieht natürlich jetzt mit der geringen FPS-Anzahl nicht so schön aus. Ja. Gut, ja. Ich denke mal, wir fahren mal noch ein Stückchen vor. Dass jetzt hier vier Loren zusammengekuppelt stehen, das gibt es in der Realität nicht. Das hat er jetzt einfach nur so gemacht zur Demonstration. Nächste Haltestelle: Burgdorf
Ortseingang. Gut, das passiert natürlich, wenn man vorher Linie und Route eingibt. Gut, zum Eichenweiler wollen wir jetzt nicht fahren. Ich würde sagen, das war ein kurzes, knappes Video. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, wieder eine neue Folge KT oder sogar eine neue Folge, ja, wie soll ich es nennen? Die Arbeitswagenflotte. Und wir sehen uns bis dahin. Schreibt mir eure Kommentare, Wünsche, Fragen, was auch immer. Ja, in die Kommentare und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Ciao.